wie gefällt es dir auf Bögli-Party? Super, ist ganz, ganz lässig. Gut. Bögli-Party finde ich sehr gut. Ich bin seit 5 Minuten da und es geht extrem ab, muss ich sagen. Sehr gut organisiert. Die Kinder machen mit. Gute Sache. Also ich finde es ganz herzig, die Musik ist super, die Gucken sind cool. Es ist schön für die Kinder und gerade heute, wo es so schlecht Wetter ist, ist es schön, hier reinzukommen. Eine super Sache für die Kinder. Wir haben einen ganz schönen Umzug erlebt, ein bisschen kalt war, aber wirklich, und jetzt einen ganz schönen Anlass. Toll. Super, absoluter Hammer, auch für die Kinder. Super, ja. Einfach ein bisschen warm, ein bisschen heiss, ja. Aber für die Kinder heiss haben. Das ist super. Wirklich super stimmig, super viel Konfetti, so viel Konfetti wie am ganzen Umzug nicht. Mit wem bist du da? Mit meinen Kindern und meiner Mutter. Mit meinen beiden Kindern und meinem Mann. Mit einem Haufen Kindern sind wir da, ganz Haufen Kindern. Wir auch. Mit meiner Familie und meinen Kindern. Wie ist es mit den Kindern dort sein? Sehr genial. Sie sind in der Konfetti-Schlacht vorne, sie sind am Bolognese am Tanzen. Ich habe Kinder abgegeben und bei uns in die Straße fast nachgegangen, aber die haben es mega cool gefunden. Vor allem Konfetti und die Schlecksäcke und die Musik. Perfekt, total, ja. Sonst sind wir immer draußen, aber jetzt heute ist es schön, mal drinnen, ja. Ich sehe dir die Halbzeit gar nicht. Ich hocke euch allein am Tisch und die Kinder sind am Festen, ist gut, super. Ich habe mein Kind auch nicht mehr im Griff, ich habe keine Ahnung, aber es hat Spass, es gefällt ihm und es will gar nicht mehr heim, oder? Was findet ihr das Beste an dieser Bögli-Party? Ja, dass die Kinder austoben können und wir natürlich auch. Musik und Konfetti-Schlacht. Millionen von Konfettis. Das Beste war, glaube ich, ein Umzug am Sonntag. Das war wirklich genial. Es war eine super Stimmung, es war ein schönes Wetter. Und hinter dem Monster schaut vor der St. Ursen. Das war genial. Das Kind etwas von Fasnacht, dass man sich ein bisschen integriert, dass man ein bisschen mit ihnen etwas unternimmt. Wie auch beim Kinderumzug. Sehr gute Sache.